Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Lost Ark. Heute machen wir wieder einen kleinen Paladin-Guide. Da wurde ich mal nachgefragt, ist schon ein bisschen her. Ich habe ein bisschen die Zeit verpennt. Ich versuche nur dieses Mal nicht wieder einen 40-Minuten-Marathon draus zu machen, wie es beim letzten Versuch geworden ist. Ich habe Scheiße gebaut, ja, das ist richtig. Dementsprechend will ich das hier etwas versuchen, kürzer zu halten, etwas runtergebrochen. Und welche Tripods ich drauf habe, seht ihr ja, wenn ich einfach darüber habe. Ich erkläre nur kurz, warum der dabei ist. Und sprech kurz über D, weil D ist sehr variabel. Ganz zu Anfang, Paladine, Support Paladine, spielt man auf maximaler Flinkheit. Es wird noch ein gesondertes Video zu einem Spezi-Paladin geben. Hier kurz so ein kleiner Teaser. Löscht euren Account, wenn ihr Spezi-Paladin spielt. Oder gatekeept diese Leute, so gut es geht. Wirklich, also bevor ihr einen Spezi-Paler annimmt, nimmt lieber einen DD an. Da habt ihr mehr von. Also, maximal Flinkheit. Ich habe die Tage noch ein neues Brasset bekommen, daher ist meine Flinkheit sogar noch ein Stück höher, was sehr, sehr vom Vorteil ist. Gravurtechnisch spiele ich den Paladin aktuell. Ganz wichtig. So, Nervenhieb, magischer Strom, Erweckung, Aura, Experte. Die drei hier sind nicht diskussionswürdig, also die hast du als Support einfach zu haben. Nervenhieb einfach nur für mehr Stagger, müsste nicht zwingend sein. Aber ich liebe es halt, wenn ich Taumelschaden ausrichten kann. Man weiß nie, was kommt. Ist aber eine ziemlich coole Gravur. Und magischer Strom. Diese Gravur ist dazu da, um das Bild günstiger zu machen. Wobei mittlerweile die Leute gemerkt haben, so magischer Strom ist ein Ding. Also das war mal wirklich günstig. Mittlerweile kostet das auch schon gut. Erhöht meine Mana-Regeneration und reduziert Cooldowns. Diese Gravur werde ich ersetzen, sobald meine Gems dementsprechend sind. Dann wird die ausgetauscht für Äthertropfen, weil das nochmal mehr Buffs für deine Teammates gibt. Aber magischer Strom, finde ich, ist eine ziemlich, ziemlich coole Gravur. Wie gesagt, ihr könnt eure Abklingzeiten reduzieren und ihr werdet nicht so schnell oben, solltet ihr mit dem Paladin skilltechnisch ausrasten. Erweckung ist klar, macht die Erweckung Abklingzeit kürzer. Experte, Effizienz von Schild und Heilung der Gruppenmitglieder ist erhöht um 24%, was sehr, sehr schön ist. Und die Aura an sich natürlich. Erlittener Schaden um 20% reduziert und ihr heilt. Zudem ist es auch ein Damage Buff, sobald ihr an ist, 10%. Den findet ihr aber hier. Da steht es einmal kurz drin. Dementsprechend, das ist die ultimative Support-Gruppe. Juwele benutzen wir rein Abkling-Gems. Da ihr nur 8 davon braucht, seid ihr ein bisschen freier, was den restlichen Platz angeht, und ich habe mich dafür entschieden, die restlichen Plätze mit den austauschbaren Skills oder dem einen austauschbaren Skill auszustatten. In dem Fall ist das bei mir jetzt Heiliges Land. Kartenset habe ich aktuell das hier drin, verringert Dunkelschaden und Gruppenschaden am Ziel wird erhöht. Du kannst einige Kartensets bei den Paladin spielen. Ganz am Anfang nimmt man gerne das TP-Set mit, weil mehr TP aufgrund der Gravuren sind gleich mehr Schilde für deine Teammates. Weil die Schilde, die du gibst, auf deiner TP, auf deiner HP basieren. Sehr gut, auch heulender Felsen. Das kann man alles mitnehmen, je nachdem, wie weit ihr die Karten da erweckt habt. Ich kann natürlich jetzt leider nicht in den Kartenkatalog rein, weil ich gerade ein Tricksfan bin, weil ich will dir ja was zeigen, aber ihr wisst schon. Ich komme kurz zu den wichtigen Skills. Wir haben auf meiner R den Markt-Skill. Der ist einfach nur dafür da, um den Debuff aufs Monster zu machen, damit wir 10% mehr Schaden machen. Der hat eine sehr, sehr geringe Abklingzeit. Das Ding hält 6 Sekunden. Der Cooldown liegt bei 4 Sekunden. Dementsprechend ist es möglich, das immer drauf zu halten. Solltet ihr auch immer machen. Einfach nur für den Damage-Boost. Da könntet ihr aber prinzipiell auch einen anderen Skill nehmen. Zum Beispiel Schwert der Gerechtigkeit. Kann dasselbe tatsächlich, wenn ihr hier Heiliges Schwert beschwören benutzt. Ist ebenfalls ein Debuff, dieser hält aber 10 Sekunden statt nur 6 Sekunden. Und wenn ihr hier noch gleißendes Lichtschwert mitnimmt, dann habt ihr einen 3-sekündigen Schwerterregen. Und solange dieser Schwerterregen auf den Boss herniederregnet, wird dieser Timer der 10 Sekunden, die der Debuff auf Monster wirkt, immer wieder zurückgesetzt, bis das letzte Schwert gefallen ist. Und dann erst laufen diese 10 Sekunden. Hat auch eine sehr, sehr geringe Cooldown. Und mit der Urteilsrune könnt ihr auch die Urteil-Richtspruch-Kombo spielen, wenn ihr dann Richtspruch auf Gott gesegnetes Gesetz packt. Habe ich eine Zeit lang gemacht, war nicht ziemlich cool, habe mich dann am Ende dagegen entschieden, aber wie gesagt, den Max könnte man auch nehmen. Problem ist natürlich nur, der ist sehr stationär, wenn der Boss wegspringt, dann regnet der Schwerterregen halt irgendwo runter und ihr kriegt den Debuff nicht aufs Monster.
Passiert mit Lichtschock mir aber auch ganz gerne mal, wenn ich mit meiner Maus irgendwo hinrutsche, wo ich eigentlich nicht hingucken wollte. Bei Gottgesegnet kann man übrigens auch den Debuff machen, der dann 12 Sekunden hält, was noch länger ist, kann ich aber nicht empfehlen, weil wir hier die vergrößerte Fläche haben, welche bei diesem Skill sehr wichtig ist. Dementsprechend, das geht, aber bitte macht das nicht. Kommen wir zu unseren Damage-Buffs, den zwei wichtigen, die wir haben. Erstmal haben wir Gottes Zorn und wir haben Himmlischer Segen. Beides gibt einen Buff für eure Teammates, der jeweils auch 8 Sekunden hält. Der Unterschied nur bei den beiden ist, bei Gottes Zorn ist ein reiner Damage-Buff und bei Himmlischer Segen ist noch eine Mana-Regeneration mit versteckt. Also ihr könnt die Mana-Regeneration eurer Teammates boosten, damit die weiter ihre Skills daraus feuern können. Wichtig hierbei, diese beiden Damage-Buffs stacken nicht. Ihr müsst die nacheinander einsetzen. Sprich also, ihr geht in der Kampfbeginn sowas hin, macht den Debuff drauf, aktiviert euren Damage-Buff und jetzt laufen hier die Damage-Buff langsam ab. Und sobald er kurz vor Auslaufen ist, aktiviert ihr euren zweiten. Der Damage-Buff bleibt aufrecht, Mana-Regeneration. In der Zeit immer den Debuff aufs Monster machen und wenn er jetzt wieder ausläuft, können wir den nächsten wieder aktivieren. Und der hält dann eine gewisse Zeit wieder an. Und jetzt kriege ich es gerade so hin, den weiteren aufrecht zu halten. Das Problem nämlich ist, dass Himmlischer Segen eine relativ hohe Abklingzeit hat. Und dadurch kann es passieren, dass ihr den Damage-Buff nicht immer zu 100% aufrechterhalten könnt. Um da ein bisschen gegenzuwirken, spiele ich auf dem Lichtschock die Schnellaufladerune. Dadurch habt ihr eine Chance, dass wenn ihr den Skill benutzt, eure Abklingzeiten reduziert werden, was natürlich nochmal dabei hilft, Schilde und Damage-Buffs zu drücken. Ich meine, ich habe aktuell 7er Gems, mit 8, 9, 10er Gems wird das nochmal ein bisschen anders aussehen. Dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Aktuell unterstützt mich da ja magischer Strom mit den 10%. Wie gesagt, wenn bald 10er Gems da sind, wovon du auch nur 3 brauchst, das sind die beiden Damage-Buffs plus das Schild, dann kann man das abändern. Wenn ihr mal mit einem Arti gespielt habt, mit einem fähigen Arti, dann lernt ihr, dass ihr das mit den Damage-Buffs besser haushaltet. Glaubt mir das. Alter, habe ich oft an die Fresse gekriegt. Kommen wir zu unseren beiden Schild-Skills. Da hätten wir einmal kurz den Heiligen Schutz. In meinen Augen mit der wichtigste Skill überhaupt. Wenn ihr den aktiviert, dicker Schild. Bewegungsgeschwindigkeit von euch und euren Teammates wird erhöht. Gerade Leute, die mit Überfallanführer spielen oder sowas. Oder auch gerade langsame Klassen profitieren halt sehr davon. Daher nutze ich den Skill sehr gerne. Wenn irgendwelche Phasen sind, Clown zum Beispiel, wo du im Kreis rennen bist oder sowas, damit langsame Klassen da ein bisschen unterstützt werden. Ihr entfernt einen Debuff von eurem Teammate. Das ist auch in Arkan gerade ziemlich cool. Wenn der Schild ab ist, kann ich kurz sagen, ey Jungs, hab ich. Brandeffekte oder alle möglichen Sachen, wenn man gefeiert ist, sowas kann der aufheben. Und sobald das Ding abgelaufen ist, bekommt ihr 8% der maximalen TP wieder gutgeschrieben. Dafür leider auch 10 Sekunden längere Abklingzeit, aber das ist es halt mehr als wert. Und dann gottgesegnetes Gesetz, erzeugt ein Schild beim Erzeugen, basierend auf der maximalen TP, also umso höher der Tripod, umso höher ist dieser Schild. Hält 6 Sekunden lang, ist gar nicht mehr so verkehrt. Der Radius erhöht, einfach nur aufgrund, damit wenn ihr den Skill castet, ihr einen größeren Bereich abdecken könnt. Und zu guter Letzt, der Tripod Anmut, solange ihr in diesem Feld steht, habt ihr eine Schadensminderung von 70%. Das steht jetzt zwar für eine Sekunde, aber solange er in diesem Feld drinne steht, setzt sich dieser Debuff immer wieder zurück, beziehungsweise der Buff immer wieder zurück. Und ja, solange er da drin steht, 70% Schadensreduktion, ist natürlich insane. In Kombination mit dem Schild, den ihr ja noch bekommt, haltet ihr nur einiges aus. Kommen wir kurz zu den zwei blauen Skills. Da habe ich einmal das Heilige Schwert. Das nutze ich als reinen Taumelskill. Ist aber allerdings auch ein Konter, spiele ich übrigens mit einer Taumelrune. Gottes Zorn habe ich mit einer Reichtumsrune ausgestattet, für mehr Bargain, für die Aura, da kommen wir noch dazu. Genauso wie Himmlischer Segen, wo ich aktuell eine seltene drauf habe. Da bin ich noch gerade ein bisschen rumprobieren beim Heiligen Land, wo aktuell die legendäre drauf ist. Was davon gibt mehr. Auch beim Heiligen Schutz habe ich eine Fokusrune, einfach nur, weil das Ding halt sehr viel Mana frisst und so ist der Mana-Verbrauch stark reduziert. Was natürlich sehr vom Vorteil ist, damit ich nicht oben laufe. Dementsprechend spiele ich das Heilige Schwert auch mit einer dicken Taumelrune. Einfach nur, um einen maximalen Stagger rauszuholen. Ich nutze ihn aber in speziellen Fällen auch als Konter. Beim Affen zum Beispiel, wenn nach dem Konter die Break-Phase kommt, damit ich meinen zweiten Skill, welcher Schwachpunkt Stufe 1 hat,
da einfach mithelfen kann bei der Zerstörung. So, das Ding spiele ich mit Stigma, hinterlässt Lichttrümmer für 4 Sekunden auf dem Boden. Das sieht dann etwa so aus. Einfach nur, weil das dann am Boss noch ein bisschen rumtickt und dementsprechend wieder ein bisschen Bar generiert. Auch super, um Leute, die versteinert sind, rauszuholen. Kaiangel zum Beispiel. Wenn die Leute am Boss bleiben, dann eingefroren werden, kannst du so einfach das heilige Schwert auf die setzen und diese Ticks auf dem Boden befreien die Leute danach. Sendet göttliches Licht aus. Angriff wird auch durchgeführt bei Fehlschlag. Bei dem Skill ist es eigentlich so, dass du den Boss treffen musst, damit der Skill komplett durchgeht. Ansonsten schlägt er halt einfach kurz nur in die Luft und da passiert nichts mehr. Das mache ich halt aus Grund dessen, dass es halt ein Konter ist. Und somit könnt ihr den Boss in euren Konter reinlaufen lassen. Sprich, wenn der hier blau leuchtet und ich stehe hier hinten, dann kann ich einfach in die Richtung schießen. Gute Reichweite übrigens. Und der Boss läuft hier sehr, sehr gerne dann in diesen Konterangriff rein. Falls du gerade nicht in der Reichweite stehst oder sonstiges. Dementsprechend mache ich das so. Und zu guter Letzt wiederholt abgefeuertes Licht. Normalerweise ist hier eigentlich nur ein einziger Angriff. Aber so seht ihr, dass ihr mehrmals schießt. Und das hat einfach nur den Zweck, dass es den Konter verlängert. Das ist halt nicht nur ein Angriff, sondern es sind 3, 4 Folgeangriffe. Ihr habt ein wesentlich längeres Konterfenster bei Waltern, supergeil. Weil der ersten Kontermechanik, die er ansetzt, wenn du da als Paladin dastehst, ne, du wartest einfach kurz ab, setzt den Skill und irgendwann im Bereich, während diese Skill-Animation läuft, ist der konterbar und ist auch instant gekontert. Und wie gesagt, halt ein hervorragender Taumel-Skill, gerade in Verbindung mit Nervenhieb, Stick prügelt die einfach und beklauen ist die halbe Bar weg, bevor die Teammates da ankommen. Das ist der Wahnsinn. Und dann hätten wir natürlich noch das Schwert des Vollstreckers. Wir haben eine großartige Bewegung gespielt, damit du auch ein starker Taumel-Skill, mittelhoch, ebenfalls ein Konter. Spielen wir hier mit großartiger Bewegung, einfach damit wir einen guten Satz nach vorne machen. Dementsprechend die hier schon mal 4 Meter überbrücken können, bevor wir den Konter, wenn wir zum Kontern ansetzen. Die Reichweite ist auch insane, sprich also wenn die Ego hinten stehst, zack, klack, du kriegst den Boss. Du kriegst den, ist scheißegal. Und unten drin breiter Schlag, welchen einfach dafür sorgt, dass es so ein lang gefächerter Schlag ist und nicht ein horizontaler, wie es ursprünglich der Fall ist. Was einfach den Vorteil hat, dass wenn ihr selbst hier neben dem Boss dran steht und so kontert, ihr den Boss tatsächlich noch treffen könnt. Und somit auch von der Seite konterbar ist. In der Mitte haben wir Schwachpunktstufe 1+, einfach damit das ein besserer Zerstörungsskill wird. Zu guter Letzt, meine Idee, der austauschbare Skill. Das ist je nach Belieben. Also, bitte habt diese Fähigkeiten so drin. Genau die. Die ausgenommen. Es ist nicht verhandelbar. Bitte macht. Bei der D ist es so, ich bin sehr, sehr lange mit Licht des Urteils gelaufen. Das ist der Skill hier. Dieser Skill, warum habe ich immer noch 7 Punkte drauf, ist ein reiner Bargainer. Er ist einfach nur dafür da, um eure Förmlichkeitsanzeige zu füllen, damit ihr Auren machen könnt. Auren, Damage Reduce, Damage Buff und Heilung. Die Tage habe ich mich auch noch mal ein bisschen weiter damit beschäftigt, habe geguckt, alles klar, was kannst du denn sonst noch nehmen? Weil ihr könntet zum Beispiel auch, ihr seid zum Beispiel frisch auf dem Paladin. Ihr seid frisch in einem Raid. Ne? Ihr seid noch nicht so drinne. Dann könntet ihr zum Beispiel mit Aufladen spielen. Aufladen, da haut ihr einfach Abklingzeit zum Beispiel rauf oder flinke Finger mit, die Aufladezeit von Aufladen verringert wird. Geht dann hier mit Schild erzeugen, damit ihr euch bei Fähigkeitsnutzung Schild geben könnt. Die beiden, oder einfach nur die beiden, sind super wichtig. Der hat eine geringe Abklingzeit, das ist ein Movement Skill. Wie gesagt, ihr gebt euch selber Schild und zwar einen sehr dicken Schild. Ihr tankt ein bisschen. Gerade für Paladine, die das Gefühl haben, die müssen mit schwerer Rüstung spielen. Bitte spielt nicht mit schwerer Rüstung. Das ist ein Paladin, das ist eine Kriegerklasse. Das Ding tankt echt viel weg. Ihr habt selber Schildskills, die auch auf euch wirken könnt, die sehr viel wegtanken. Schwere Rüstung bei Paladin nicht empfohlen, von meiner Seite aus. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid schlecht, ihr lauft in zu viel rein, ihr kennt Sachen noch nicht, nehmt Aufladen mit diesem Schild mit. Ihr könnt eigentlich quasi an dieses Schild, es müsste in meinem Fall sind es 52.000, konstant aufrechterhalten, weil die Abklingzeit zu gering ist. Wie gesagt, nehmt da doch einen 7er Gem mit rein. Macht das lieber, als dass ihr einen Gravurplatz für schwere Rüstung verschwendet. Ah, nee, ich wollte den hier haben. Ich wollte großartige Stunts haben. Sorry. Tripod auf 5, den habt ihr auf 5.
Soll ein Movement-Skill sein. Ich depp. Ich bin noch nicht ganz wach. Das Ganze sieht so aus. Viel größere Range, 52k Schild. Und wie gesagt, ihr könnt das Ding quasi konstant aufrechterhalten. Ihr seid super, super mobil. Gerade auch wenn die Flinkheit vielleicht noch nicht da ist. Wie gesagt, ihr seid noch ein bisschen unsicher. Dann kann man das auf jeden Fall nehmen. Und 52k Schild, versucht da mal durchzukommen. Ich meine, selbst mein heiliger Schutz liegt über 41,5k. Gott gesegnetes Gesetz ist bei knapp 40k. Also das ist der dickste Schildskill, den ihr euch selber drücken könnt. Mit Ausnahme der Erweckung. Wo wir bei der Erweckung sind. Das ist klar, oder? Es ist ja wohl klar. Dicker Schild. Füllt eigentlich eure Förmlichkeitsanzeige bis 80%. Hier ist ein Support-Skill. Der andere ist halt. So, kommen wir kurz zu dem anderen Skill. Licht des Urteils, der halt nur für Bar da ist. Den spielt ihr mit flinke Finger, glauben. Und rechtschaffendes Licht. Rechtschaffendes Licht einfach nur, damit es halt einfach nur ein so ein Strahlenschock ist. Die Abklingzeit ist auch sehr, sehr gering. Und wie gesagt, das Ding ist halt ein reiner Bargainer. Sprich, also wir gehen einmal dran. Und das füllt ja gut die Anzeige. In der Kombination mit dem, was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen, nämlich Supporten, Schilde drücken und so weiter und so fort, haben wir so passiv ein ziemlich gutes Förmlichkeitsgenerierungsgerät und können halt so unsere Bar sehr, sehr schnell füllen. Dafür ist dieser Skill da. Aber wie gesagt, mir war das mittlerweile ein bisschen zu wenig. Einfach nur Bar generieren ist halt schön, weil du willst ja Auren machen. Aber das ist der Grund, warum ich aktuell mit Heiligem Land spiele, weil Heiligem Land halt den Vorteil hat, es macht erstmal auch sehr viel Bar aufgrund des letzten Tripods. Das sind 150% Förmlichkeitsanzeige. Aber nebendran ist es halt auch noch ein Skill der Teammitglieder, die innerhalb der Zone stehen, Schadensreduktion gibt. Genauso wie im gottgesegneten Gesetz. Es ist nicht genauso viel, auch mit dem letzten Tripod nicht. Aber 30% weniger Damage bekommen, während man in diesem Feld steht, da möchte sich ja jetzt wohl keiner beschweren, oder? Sprich also, ich habe den ausgetauscht. Der Nachteil soll sein, dass es nicht so viel Bar gibt, wie wenn du mit Licht des Urteils spielst. Ich finde allerdings, dass es gar nicht so wirklich war, weil es ja mehrere Ticks sind. Und dementsprechend, wie wir unten sehen können, die Anzahl eigentlich ganz gut hochtickt. Und die Abklingzeit ist super gering. Sprich also, ich kann eigentlich, wenn ich lustig bin, das Feld quasi konstant aufrechterhalten. Und das ist halt passiver Bargain. Aber wie gesagt, solange ihr in diesem Feld steht, könnt ihr auch in der Leiste nochmal sehen, habt ihr konstant eine Damage-Reduktion von aktuell 28,8%. Und das halt in Kombination mit dem, was ihr ja schon die ganze Zeit macht. Schilden und Supporten und einfach immer wieder das Ding an den Boss castet, halte ich für einfach eine sinnvollere Ergänzung meines Support-Builds, weil Didis, die sehr greedy spielen und konstant am Boss hängen, denen halt so ein Feld hinzulegen, wo sie halt weniger Damage bekommen, falls da doch mal was sein sollte, halte ich für eine sehr, sehr gute Methode, sein Team zu supporten. Habe ich aktuell auf beiden meinen Paladin drauf. Ich müsste vielleicht mir nochmal Infos einholen, ob da, seitdem ich das spiele, schon irgendwie eine Veränderung spürbar ist. Als ich damals mit diesem Schwert der Gerechtigkeit, dem Schwerterregen als Mark-Skill in Kombination Richtspruch, Urteil gespielt habe, wurde mir gesagt, so, Supportleistung hat abgenommen. Müsste ich mal nachfragen. So, ey Jungs, schon was gemerkt, ne? Wie ist es mit den Auren, wie ist es mit dem Damage-Income und so weiter und so fort. Gefühlt aber ist das ein sehr, sehr cooles Bild, das so zu machen. Ich hatte eh einen Abklingen-Gem für ihn auf Stufe 7 rumliegen. Dementsprechend habe ich ihn jetzt einfach mal reingenommen, geguckt, wie spielt sich das. Bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ich glaube, meine Mates auch. Und ja, so würde ich das ganze Ding spielen. Wie gesagt, endloser Anmut für mehr Space. Anmut an sich für den Damage Reduce und schnelle Vorbereitung für geringe Abklingzeit, damit ich das Ding konstant am Boss irgendwie rumliegen lassen kann. Es gibt halt zwar kein Schild, aber wie gesagt, es gibt auch weniger Damage. Sprich also, ich muss halt nicht so viel heilen, wenn meine Idee ist, da am Boss rumoxidieren. Das wäre es eigentlich soweit zum Paladin. Das ist alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, zum Spezi-Paladin. Die Jumps im Stream haben wir schon mal kurz besprochen und auch gezeigt, aber ich mache es nochmal in Videoform, warum man einen Spezi-Paladin gatekeepen muss. Okay? Muss. Und ich werde auch für dieses Video das Worst-Case-Szenario, das so stattgefunden hat,
veranschaulichen. Aber dann bin ich erstmal raus. Ich hoffe, das Video war informativ für euch, könnt euch ein bisschen helfen, gerade auch die Leute, die jetzt auf den Jumpstart-Servern spielen und sich gedacht haben, komm, ich mach mir mal einen Support, ich mach mir mal einen Paladin. So würde ich sagen, ist es die perfekte Variante. Wie gesagt, D könnt ihr nach Belieben austauschen, und entweder nur für Bargain, für Movement, Shield Skill. Da könnt, seid ihr frei in eurer Wahl. Den Rest würde ich auch bitte genauso machen. Dasselbe mit den Gravuren. Auch wenn da die ein oder andere austauschbar ist, aber die drei wichtigen. Und wie gesagt, macht da Upcling Gems drauf, überall, wo ihr könnt. Und dann seid ihr eigentlich ein sehr, sehr guter Support. Das wäre soweit von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.